Hallihallo. Wir haben jetzt gerade mal weitergemacht. Das sind jetzt 4 Säcke Beton gewesen. Und das haben wir erst verteilt und danach die Steine drauf. Schön eingesumpft, damit es dann kein Unkraut mehr durchkommt. Und die Küken sind am Schlüpfen. Aber das zeigen wir euch dann auch gleich. Wir haben übrigens was Tolles beim Lidl entdeckt. Da ist gerade Wasser drin, es läuft gerade ab. Wir haben da nicht gebadet. Hier, es läuft ab, ganz normal. So, hier stinkt es jetzt, weil, wie ihr seht, wir waren beim Lidl und haben das hier gefunden. Das ist so ein, ja, das spritzt nach hinten, so ein Rohrreinigungsdings. Das Wasser kommt komplett klar. Kein Dreck mehr drin. Ich bin jetzt zweimal von der Seite rein und zweimal vom und einmal vom Bad. Und auch in die Richtung bin ich durch. Endlich. Das Wasser läuft ab. So wie es soll. Und das Ding hat gekostet, ich glaube, 25 Euro. Nee. Doch, 5, nee, 20 Euro hat es gekostet. Aber cool, es läuft ab und es läuft nicht über. Und das, obwohl die Wanne viel drin hat. Das darf ich nur hier wieder sauber machen. Schon, so hat das ausgesehen. Hund ist weg. Jetzt habt ihr es gesehen. So, das ist unser alter Kratzbaum. Der ist schon wackelig und alles, aber den versuche ich jetzt schön zu machen und zu reparieren. Mal schauen, ob es mir gelingt. Weil ein neuer Kratzbaum ist verdammt teuer. So. Ich habe jetzt hier eine etwas dünnere Schnur gefunden. Aber die ist genauso so, ne, so kratzig. Weil genau hier spielen die, also kratzen die immer am meisten. Dann, das war ein Badezimmervorleger, den ich gefunden habe beim Gogo Park. Hat gekostet 4 Euro. Ich denke, jetzt lässt er sich wieder sehen. Ja, es ist nicht neu, aber es sieht gut aus. Dann tun wir den wieder rein und dann schauen wir mal nach den Eiern nochmal. Diesmal mit Wärmelampe, weil bei der Anzahl, die diesmal rauskommt, wird es mit der Platte ein bisschen mau. So, es sind alle geschlüpft. Ja, verdammt, ich habe gerade nur eine Hand, weil mit der Kamera noch. So, jetzt habe ich sie schon aufgeregt. Die wissen, was passiert. Das ganz genau. Ich habe hier nämlich was Leckeres. Ja, blöd, gell? Dann mache ich es mal klein. Aber die sind so warm und flauschig, die kleinen. Es sind übrigens alle bis auf eins geschlüpft. Das ist zu groß.
bisschen interessant, dass das jetzt schon ordentlich federn. Und die sind jetzt knappe 3 Tage alt. Ja, ich weiß. Ja, ich versuch's jetzt mal. Ja, ob man da schon was erkennt, weil ich bin mir da echt nicht sicher. Aber zwei haben wir geschafft, dass die genau so geworden sind, wie wir wollten. Das war Nummer 1 und hier ist Nummer 2. Ja, ich weiß, ihr habt gerade Hunger. Ich hab mal. Nackthals und komplett schwarz. Ja. Wenn es gerade was zu essen gibt, dann keine Lust. Na, wenn ihr euch mal hier die Haut anschaut, so ist es ja normal. Dann haben wir einen, der hat wohl von der Mutter sehr viel abbekommen. Das ist der hier. Ja, der hier ist es. Ja, er hat auch die schwarze Haut, aber er wird jetzt schon hell am Kopf. Dann sind noch ein paar Nackthälse dabei rausgekommen, auch, also normalfarbige. So sieht jetzt, ups, mal so zum Vergleich, so sieht die Haut ja normalerweise aus. Und der, du bist schon voll gefressen, dein Kopf ist schon ran voll. Ich meine, der guckt schon hier oben raus und hier unten. Der ist richtig prall, mach mal halblang. Ja, jetzt habe ich dich. Auch hier ist der Kopf schon voll, man sieht es deutlich. Ups. Jetzt sieht man auch die Haut gescheit. Ja, wie klein. Und das Kükenkraftfutter haben sie auch schon kapiert. Ist auch schon gesunken, das war ungefähr so hoch. Das ist mein Stück Eigelb. Ich teile das nicht. Jetzt ist der nächste. Und wieder zurückgeklaut. Ja, hab dich aufgegessen, ha? Ja, ist schon leer. Gestern Abend haben sie auf jeden Fall das Trockenfutter gefuttert und ich habe dann auch gefühlt am Kopf, das merkst du richtig, wenn sie das Ei fressen, dann ist er zwar prall, aber ja, wie soll ich sagen, glatt, aber prall. Und wenn sie das Trockenfutter fressen, das spürst du richtig, jeden einzelnen Krümel, der da drin ist. Ich habe mich jetzt auch die ersten 2 Tage auch komplett in den Stall reingelegt und habe dann meinen Arm unter die... Au! Warum beißt du mir in die Wunde? Oh! Die ist nicht zum Essen. Eieiei. Die hat mir die Wunde aufgemacht. Ja. Rabiat. Auf jeden Fall, ich habe mich da reingelegt
Und habe mich dann halt auch nur mal bewegt und dann sind die in, haben sich in meine Hand reingelegt und haben dann da drin geschlafen. Natürlich nach dem Futter. Weil vor dem Futter sind die ja viel zu aufgeregt. Okay. Training ist. Ja, hier spüre ich es. Da sind ein paar Kanten drin. Die hat Trockenfutter auch gefressen. Sie oder er. Wir erkennen es immer erst so ab der Größe. Irgendwie kriegen wir das nie hin. Immer wieder gucken wir uns Videos an. Und jedes Mal raffen wir es dann doch nicht. Bei den Kerlen sollen ja die Federn schneller wachsen als bei den Mädels. Was uns eher auffällt, also da haben wir es halt nicht herausgefunden, was uns aber eher auffällt, ist, dass die Jungs körperlich schneller wachsen. Und wenn man jetzt mal die beiden schwarzen Nackthälse vergleicht, also hier ist ja Nummer 1 und wo ist Nummer 2? Da hinten. Hier. Und da, die ist um einig. Ey! Das ist mein Finger. Die ist um locker einen Zentimeter größer. Ihr kleinen Spatzis, hm? Ja. Hey. Jetzt merken Sie, es ist gerade das Essen schon wieder rum. Jetzt werden es auch schon ruhiger. Ja, du siehst so cool aus. Und du bist viel zu schnell. Und unser Plan hat übrigens funktioniert. Keine Katze konnte hier einbrechen. Keine Katze konnte hier reinfischen. Auch wo die Hunde schon hier drin waren, keine Probleme. Die tun halt den Kopf auf das Gitter ablegen und dann so, ja, scheiße, ich komme nicht ran. Dann kommt sie schon wieder her. Keine Lust, ja. Ja, man merkt aber auch, dass die jetzt schon langsam kräftiger werden. Jetzt habt ihr es hier auf meinen Nagel zu futtern. Ich habe es nicht in der Hand. Also, ich habe nur so drüber gelegt. Und hat sich dann hinten gelegt. Das reicht aus, wenn du so na, den Daumen drüber hast und dann pennen die ein. Neugierig seid ihr gar nicht, ne? Ihr kleinen Scheiße. Die sind so flauschig. Ich verbringe hier immer wieder so Stunde komplett hier drin und ja. Mich halt mit denen ein bisschen beschäftigen oder leg mich hin. Einfach nur deswegen, damit die sich auch an uns so stark wie möglich gewöhnen, damit sie dann auch dann uns schön brav hinterherrennen, wenn wir sie rauslassen und uns reintun. Ich habe auch vorhin die großen Hühner jetzt von ihrem Gehege rausgelassen, in den ganzen Garten wieder. Einfach damit die, weil jetzt ist halt wieder ein bisschen was nachgewachsen, jetzt konnten sie da schön futtern. Ja. Na gut,
Dann euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.